So, willkommen zurück zum neuen Video. Wir sind hier heute in der Week Bootshalle, machen heute ein How-To-Video, machen Bar Spin, Tuck No Hand und No Foot. Jalla, rein da. Wie beginnt man am besten mit dem Bar Spin? Bar Spin würde ich am besten beginnen, wenn du dir irgendwie eine Wand suchst, so mit Hinterrad dran. Dann nimmst du dir das vordere Pedal, packst du das an dein Knie hier oben. Dann kannst du das Fahrrad hier so festhalten und dann fängst du einfach mal an. Einfach mal so ein Gefühl für den Basketball generell reinzukriegen. Okay, mach mal eine langsame Bewegung. Also, du fängst an, je nachdem, wo du vorne stehst, ist, wie es dir lieber ist. Du fängst an, du nimmst die linke Hand weg, mit der rechten drehst du ein, die Hand bleibt hier, dann greift die Hand hier unten rein, dass du den Lenker wieder greifen kannst und dann geht's rum. Das machst du quasi, die Hand bleibt die ganze Zeit am Lenker, dass du das Fahrrad immer noch in der Hand hast. Und dann machst du das einfach die ganze Zeit so. Woher weiß man denn, wie man richtig rumdreht? Wenn zum Beispiel dein Fuß rechts vorne steht, also wenn dann jetzt zum Beispiel dein Pedal steht so rum, macht man normalerweise ein Bar rechts rein. Wenn dein Pedal links vorne steht, machst du normalerweise den Bar links rein. Das ist halt so Gefühlssache. Ich habe sie auch Oppo erst so ein bisschen gelernt, aber dann... Wenn ich jetzt schon im Stehen den Barspin drauf habe, also ich habe das Rad hinten an der Wand und drehe den Barspin schon so ein, wie du den gerade gedreht hast. Wie kann ich danach am besten weitermachen, um den vielleicht dann irgendwann im Sprung zu können? Ich würde dann mit einem Pullover weitermachen. Das ist quasi mal ein Manual. Dann ganz wichtig, während ihr diesen Manual hochzieht, klemmt ihr mit eurem Bein den Sattel schön fest. Und dann ist es, du machst dasselbe wie in der Wand, einfach den Lenker eindrehen, ich mach das einmal vor. Ja. Ganz einfach, vorne hochlupfen, schön die Beine an den Sattel pressen und dann drehen. Ich würde nicht werfen oder so, das machen viele am Anfang, das bringt dich aber im Sprung im Nachhinein so ein bisschen auseinander. Ich würde direkt mit dem Führen beginnen. Alles klar. Zweiter Trick. Wir wollen jetzt einen Tuck-No-Hander machen. Wie kann man sich da am besten rantasten? Ein Tuck-No-Hander machst du am besten immer, dass du quasi in der Luft lehnst du dich ein Stück nach vorne, ziehst das Fahrrad hier so zwischen Hüfte, so in die Hüfte rein, lehnst sie ein bisschen nach vorne, dann ist das so zwischen deiner Hüfte und Bauch eingeklemmt und dann nimmst du einfach so. So die Hände halt so ein bisschen rantasten, so die Hände ein Stück weiter wegnehmen und dann wieder dran und wieder das Fahrrad rausziehen. Also am besten machst du das, wenn du dich im Sprung erstmal gerade springst und dich erstmal diesen Klemmer machst und da mal ins Gefühl kommst. Wenn du da gut bist, dann machst du diesen Klemmer mal und nimmst mal so ein bisschen so langsam die Hände weg. Wäre das sinnvoll, erstmal eine Hand wegzunehmen oder lieber direkt so ein bisschen die Hände direkt öffnen? Ich würde direkt beide machen, weil ich weiß nicht, wie... Das ist so ein bisschen so, mir wird das Unstabilität in der Luft geben, wenn ich nur eine Hand jetzt wegmachen würde. Okay. Ich würde einfach direkt so probieren, einfach so beide Hände zu öffnen. Und dann immer weiter nach außen? Ja. Wie streckt man seine Arme aus? Nach oben, nach links, nach rechts? Also ich mache, wenn ich Tuck-No-Hands mache, dann strecke ich sie immer so Ellenbogenlicht so zur Seite raus und dann wieder rein. So nach oben, so, das funktioniert für mich. Also Trick Nummer 3, No-Foot. Wie kann man am besten No-Foot reinkommen? No-Foot ist eigentlich so, am besten machst du schon mal so eine Trockenübung, dass du einfach so im Flat fährst. Ja. Und dann einfach mal so springst und quasi so die Beine wegnimmst. Der Finn macht gerade ein Video hier, ein How-To. Hat er gut gemacht. Der ist echt direkt verstanden. Ja, gleich. Macht ihr das im Flat, dass ihr irgendwie fahrt, dann einfach mal so ein bisschen hüpfen und so die Beine mal so vom Rahmen wegmacht. Ist es sinnvoll, erstmal ein Bein wegzunehmen oder lieber auch wieder zwei direkt? Du kannst so dich rantasten mit einem One-Foot auf beiden Seiten, aber wenn du einen No-Foot vorhast und nur einen One-Foot machst, kann das schnell wackelig werden. Unstabil. Ja. Alles klar.